Kannst du deinen Namen noch tanzen? Er war nämlich der Erste, als ich gesagt habe, dass ich Waldorfschule gehe. Kannst du mir zeigen, wie ich meinen Namen tanzen kann? Und ich habe es dir damals gezeigt. Tritt einen Schritt vor und tanz deinen Namen. Dann darfst du dich gerne über Waldorfschule und das ganze System aufregen. Davor nicht. Vor einem Jahr erst haben sich Lisa Alexandra Holzner und Michael Diekers an einer Waldorfschule kennengelernt. Jetzt stehen sie als Duo Ananas gemeinsam auf der Bühne und haben prompt den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen. Ich habe extra an einem Kabarettprogramm geschrieben, die Lisa extra. Da haben wir gesagt, hey, haben wir uns auf ein Backel, schreiben wir zusammen was. Und die Waldorfschule hat sich eben angeboten. Ich war wirklich interessiert darin, meinen Namen anfangs tanzen zu können. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, sowas gibt es glaube ich noch nicht. Es ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, die die beiden Grazer höchst authentisch auf die Bühne bringen. Puppe! Hallo! Du, eine Frage, hast du Durchfall? Nein, wieso? Na super, dann bist du ja bereit für was Festes. Ich glaube, ich bin schon eher so die dominantere, zackigere, so. Auch in real life, aber so ist es eigentlich sehr ausgeglichen, oder? Nein, ich bin total. Total. Hallo? Ja, na wirklich. Mit dem Sieg des Kleinkunstvogels reiht sich das Duo Ananas nun in eine prominente Riege ein. Zum Beispiel der Mittermeier, das war einer der ersten Kleinkunstvogelgewinner und Mike Supancic war überhaupt der Erste zum Beispiel. Paul Pizzerra, Martin Buntigam, Schreiner. Und welchen Ratschlag hat der Altmeister und Kleinkunstvogelchef für die jungen Vögel parat? Nur den einen nicht zu sagen, ich habe jetzt einen Preis gewonnen und jetzt werden mir die weiteren Vögelein zufliegen, sondern den Schwung zu benutzen. Vanillin, Serotonin, Stimmungsaufheller. Sonnen- und Altersflecken, kein Problem für dich. Fleckenentferner. Jungbrunnen. Scharlach, Skorbut, Tripper. Keine Chance. Immunzellen aktivierend. Ananas, du Fett.